So, ich werde jetzt ein bisschen Frühsport machen, nämlich Trampolitouren. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird und ziehe mich jetzt schnell um. Bis gleich. Schnell in die Sportklamotten geschmissen, treffe ich in der Halle Trampolinturner Inge Herrmann und Georg Bensack. Passt das so von den Klamotten her? Socken ist auch richtig, ja? Wunderbar. Erste Regel, auf dem Trampolin Schuhe aus. Regel Nummer 2, wer springen will, der muss auch aufbauen helfen. Soweit haben wir alles aufgebaut, oder? Ja, gut, steht alles sicher, aber vorm Springen müssen wir es noch aufwärmen. Auch das ist eine Teamleistung. Erst werden ein paar Runden ums Trampolin gedreht, dann geht es ab auf die Matte. Mein Übungsleiter Georg weiß, worauf es ankommt. Erstmal wird sich ausgiebig gedehnt. Außerdem gibt es Sit-Ups und das sogenannte Paddeln. Das stärkt nämlich die Körperspannung. Und wie man sehen kann, wärmt das auch ganz schön auf. Fairerweise, das liegt natürlich auch ein bisschen an der Maske. Aber die muss beim Springen aus Sicherheitsgründen ab. Inge und Georg erklären mir jetzt die Basics. Neben der richtigen Armhaltung und der richtigen Sprungposition bekomme ich jetzt auch endlich meine erste Übung. Also es gibt beim Trampolin 3 Grundsprünge, die Hocke, die Bücke und die Grätsche. Okay. Bei der Hocke, da gehen die Beine so nach oben und du fäst mit den Händen hier so unter den Knien ein bisschen an, ja, und ziehst die Beine dann ganz nah an dich ran. Alles klar, Chef, das probiere ich aus. Ist gar nicht so leicht, sein Gewicht nach vorne zu verlagern und dann... Ja, nach ein bisschen Übung klappt es schon recht gut. Übrigens, so soll es aussehen, wenn der Profi am Werk ist. Aber das ist noch gar nichts. Puh, da wird mir ja beim Zuschauen schon ganz schwindelig. Ich stelle mir immer noch die Frage, wo ist denn jetzt der Unterschied zum normalen Trampolinhüpfen? Das liegt schon in der Bezeichnung. Wir machen ja kein Trampolinspringen, sondern wir machen Trampolinturnen. Und wir verlegen die turnerischen Elemente, Grätsche, Hocke, Salto, Schrauben, verlegen wir in den hohen dreidimensionalen Raum. Trampolin, wie man sie handelsüblich kennt oder aus Sprungzentren, haben deutlich härtere Sprungnetze, mit denen man nicht so hoch springen kann. Wogegen hier Profis sich bis zu 10 Metern in die Höhe schrauben und dann noch ein Doppel- oder Dreifachsalto machen. Übrigens, Trampolinturnen kommt aus Amerika, schwappte in den 50er Jahren nach Deutschland rüber. Der TSV Mannheim bietet das Ganze seit 1996 an. Seitdem ist auch Inge dabei. Aber zurück, solche Salti und Schrauben wie Georg sie turnt, darf ich leider nicht machen. Das Verletzungsrisiko wäre zu hoch. Wichtig ist... Auf jeden Fall die Körperspannung. Das hast du ja bei dir selbst gemerkt. Also ohne Körperspannung geht eigentlich relativ wenig. Und sonst würde ich auch sagen, dass man eben einen klaren Kopf behält, damit man sich eben sauber auf die Sprünge konzentrieren kann. Konzentrieren muss ich mich jetzt auch bei meiner Choreo, die mir Inge zusammengestellt hat. Die hat nämlich immerhin eine Schwierigkeitsstufe von 0,2. Olympioniken-Turnen übrigens bis zu 15. Die Übung besteht aus Sitz, Hocke, Sitz mit halber Drehung und am Ende eine Schraube. Und siehe da, gar nicht mal so schlecht. Ich danke euch beiden, es hat total viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke in das Trampolinspringen. Und wir beide machen jetzt noch ein Sitz-Stand-Battle, ist richtig, ja? Ja. Alles klar. Und los. Nein! Verloren.